Jawohl. Prost. Herzlich willkommen zum galaktischen Beobachter. Wir sind der Philipp und der Christian, heute in Begleitung einer Flasche Riesling von der Mosel. Wo finde ich den gar nicht? Findest du nicht? Ja. Der ist fruchtig. Ja. So soll es sein. Ja, was machen wir heute? Also ich will nicht sagen, dass wir ein volles Programm haben, aber wir machen ein bisschen Mechanicum, wir machen ein bisschen Adeptus Titanicus. Hobby Progress fangen wir an und du hast auf einem Zettel schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ja, das war jetzt so, aber jetzt machen wir erstmal unseren Hobby Progress. Was hast du denn seit unserer letzten Sendung, in der wir über Hobby Progress geredet haben? Das ist schon ein bisschen her. Alles bewerkstelligt. Einiges an Podcasts gehört, Bücher gehört und dergleichen. Außerdem habe ich gebastelt und dann habe ich mich insofern verkünstelt durch Procrastination, indem ich in zwei... Prokrastination. Prokrastination, wir sind ja ein deutscher Richtig. YouTube-Kanal, indem ich meinen bisher 5 Grave Wardens 2 hinzugesellt habe, um die magische Zahl des Nagels, nämlich 7, voll zu machen. Mhm. Außerdem hatte ich noch ein paar, jetzt habe ich noch einen komplett umgemalten. Den hätte ich eigentlich gleich mitmachen sollen, aber der war halt dann irgendwie schon immer 2 Schritte hinterher. Dementsprechend habe ich den jetzt außen vor gelassen. Denn die möchte ich als Loyalisten, unabhängig von der Zahl 7, gerne bei unserem kleinen Demospiel in Maisach aufbringen, das wir im Oktober da machen. Ausgezeichnet. Dortigen Gruppierung. Außerdem habe ich ein paar Terror Squad Hanseln für die Nightlords gebaut. Die sind natürlich jetzt momentan noch in grauer Grundierung so aus wie generische Support Marines mit Vokai Chargern, aber das wird dann schon auch mit der dementsprechenden Bemalung. Gut. Und last but not least habe ich neben ein paar Dämonen Damsellen, das sind diese Medusen aus Age of Sigma, um Demonic Beasts darstellen zu können, mir einen Bausatz Necromunda Goliath vom Gregor geholt. Mhm. Und da hatte halt welche da. Das, was ich eigentlich haben wollte, hatte er nicht da. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. weniger Alkohol und mehr Drogen wäre besser für mich. Nee, nee. Kinder, die ihr hier 4-jährig vor dem Computer sitzt, hört nicht auf das, was die Erwachsenen hier von sich geben oder sowas. Das ist alles nur im Scherz gemeint. Mir gefallen zwar eigentlich die Goliath im Vergleich zu anderen Gängern nicht so gut, aber ich finde, die passen sehr gut zur Darstellung von A, Servitoren, mit dementsprechender Bemalung und oder von den Tech Thralls für das Mechanikum. Ja. Und ich werde diese 10-Mann-Box dementsprechend so bauen, dass ich halt meine Tech Marines mit so ein paar Servitoren mit Multimeltern und Pipapo ausrüste. Da kenne ich richtig. Es ist nur von der Conversion so, dass man das problemlos, weil es Plastik ist, natürlich machen kann, aber die Necromunda-Figuren sind von den Schultern so gebaut, dass die also schon nicht gerade Monopose sind. Also sie sind eigentlich Monopose, aber du kannst sie mit unterschiedlichen Armkonfigurationen ausrüsten. Aber du hast jetzt halt nicht glatte Anschlussstellen, wo du halt dann die ganzen... Ja gut, das lässt sich mit dem Skalkalian wissen. Erstens das, zweitens halt die Frage, ob man nicht schlicht und ergreifend dann unter der Hand cuttet und dann das so weiterbaut. Also da werden wir uns dann verkünsteln in dieser Zeit. Ausgezeichnet. Du hast mir schon ein paar Schätzchen gezeigt. Ja, ich habe ja alles Mögliche gemacht. Ich habe angefangen hier an meinen dämonischen Beasts zu malen, also diese Slanish Fiends. Mhm. Hab da mal ein bisschen diese Contrast Paints ausprobiert und bin, also jetzt zumindest für diese Anwendung, wie ich es jetzt habe, sehr begeistert von den Farben. Und habe auch schon was gefunden, wie man sich die problemlos selbst herstellen kann, ohne dass man jetzt die GW-Farben kaufen müsste, wenn man jetzt mehr bräuchte, aber wahrscheinlich so ein Töpfel hält dann doch relativ lang. Ja. Was ich auf jeden Fall gleich von Anfang an gemacht habe, war, dass ich die 1:1 verdünnt habe, mit diesem Medium, das da dazugehört. Also so von dem Effekt her gefällt es mir sehr gut. Dann habe ich das gleiche gemacht wie du. Ich habe mir auch diese Schlangen hinter Unterleib-Damen gekauft und habe die kombiniert mit Dämonettenteilen. Ah, stimmt, hast du mir im letzten Mal gesagt. Als Brutes für meine Dämonen.
Die habe ich schon zusammengebaut, aber da fehlen noch die Base. Ich habe mir aus dem Drucker so 50 mm Base rausgelassen, einen Haufen. Und ich habe mir auch noch von denen die Flieger gekauft. Mhm. Und die baue ich auch um mit Dämonetten teilen, sodass ich also eine Gruppe Brutes habe, die dann quasi zu Fuß oder zu Schlangenleib sind und, einen, und dann einen Fünfertrupp, der fliegen kann. Der potenziell auch zum Dämonenprinzen als Gebäude begleiten. Genau, richtig so, ja, vorausgesetzt. Also ich habe aber meinen Dämonenprinzen tatsächlich oder meinen Dämon habe ich mir von, das hatte ich ja erzählt, hier von den Franzosen Raging Heroes geholt. Das heißt, die wird keine Flügel haben. Das heißt, ich baue noch welche hin, aber Schlangenleib und Flügel. Also ich habe gedacht, die lassen wir zu Fuß gehen, die müssen nicht fliegen, man muss ja nicht immer alles übertreiben. Dann habe ich 5 Imperial Fist Terminatoren fertig gemacht, und zwar Tartaros, und habe an meinem, also meinen Termite Pattern Assault Drill fast fertig, da fehlen nur noch ein paar Details, und außerdem nochmal 5 Imperial Fists Heavy Support mit Last Cannons und Master of Signal, die sind auch fast fertig. Da muss man seine Bases noch ein paar Details machen und dann sind die auch erledigt. Also das war jetzt so das. Dann habe ich einen Haufen Zeug ausgedruckt, unter anderem für dich die Sidecars für deine Bikes, damit du Trikes machen kannst. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Datei auf Thingiverse, die also auch optisch total gut zu den Fortworld-Bikes passen. 3 Varianten, die alle cool aussehen. Ja. Ich finde, die optisch sogar ansprechendste ist eine sehr, sehr puristische Variante, wo du so ein kleines automatisiertes Sidecar. Da ist ein Hirn mit einem Servitor. Genau. Ja, genau. Aber Servitor, da ich ja das vor dem Hintergrund einsetzen möchte, dass ich halt auch ein bisschen Nahkampf-Power habe, passt natürlich so ein KI-gesteuertes Sidecar, das schießt nicht so ganz. Deswegen sind die eigentlich genau die richtige Wahl. Ja. Dann habe ich mit dem Christoph eine Runde Battlefleet Gothic gespielt. Mhm. Da waren wir aber noch nicht so ganz regelfest. Also da waren so ein paar Sachen, die wir nachher festgestellt haben. Zum Beispiel, wenn du eine Schwadron hast, wo die Modelle in Kontakt sind, dann können sie ihre Abwehrtürme eben massieren. Mhm. Dann hatten wir aber ich konnte mich erinnern, dass das so war, aber wir haben es in den Regeln nicht gefunden. Und dadurch habe ich dann zum Beispiel eine ganze Einheit Viper-Class-Destroyer verloren, die ich sonst nicht so ohne weitere alle verloren hätte. Und dann hatten wir noch mit der Nova Cannon, da hatte halt der Christoph die kleine 3-Zoll-Schablone genommen vom Warhammer. Mhm. Aber die ist natürlich viel zu groß und das Loch da drin ist vor allem viel zu groß. Da habe ich mal die Diskussion gesehen, Das hat mir sehr weh getan, dieser Einschuss, der dann mal so richtig getroffen hat. Aber das wäre überhaupt nicht so verheerend gewesen, weil das wären faktisch eigentlich nur 2-mal ein Treffer gewesen, die Schilde abgehalten hätten. Aber so ist mir halt einer von meinen leichten Kreuzern dann schon fast völlig hops gegangen gewesen. Das hat mich dann taktisch, strategisch alles sehr ins Hintertreffen gebracht. Beim nächsten Mal wissen wir das. Ja. Ich hätte das jetzt beinahe vergessen mit dem Battlefield Gothic Spiel, was ich auch gemacht habe. Ich habe auf dem Thingiverse total super Dateien gefunden für diese Blastmarker. Mhm. Die sind wie mit so einer kleinen Explosion. Und so quadratische, also, ich weiß nicht, 3 auf 3 Zentimeter große Marker für die Sonderbefehle, die man den Schiffen gibt. Das ist halt noch viel besser als mit den Würfeln, weil die sieht man halt gut. Da habe ich jetzt mal eine ganze Batterie von den Dingern ausgedruckt. Die sind dann für unser Event auch ganz praktisch, weil dann kann man die einfach auf den Tisch tun, die schauen schön aus. Das reicht dann eigentlich. Und mit den Markern hat man generell das Problem, dass jetzt gerade die Marker, die ich jetzt ausgedruckt hatte und laminiert habe, wenn die auf diesen Spielmatten liegen, das ist immer ein totales Gefrickel, die dann rumzuschieben und die dann immer so ein bisschen anbeppen und das ist nichts. Also deswegen habe ich jetzt mal mich dafür entschieden. Das habe ich noch gedruckt und noch diverses Gelände. Drucker rumpelt, rumort auch schon lieber. Ja. Mit dem Resin-Drucker habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht. Also das war es jetzt so im Großen und Ganzen. Und sonst natürlich auch fleißig Podcasts gehört und mal wieder angefangen, mir eins der Hörbücher zu Horus Heresy anzuhören, um mir dann wieder zu denken, ich halte es nicht aus. aber ich werde es nicht aufgeben. Wenn man dranbleibt, also wenn ich so lange Autofahrten habe, dann ist das voll gut, dann passt mir das auch.
aber in dem Moment, wo ich dann immer nur eine halbe Stunde Zug oder so, das findest du dann ja nicht. Also, es hat in den letzten zwei, also nicht in der alleraktuellsten Folge, in den letzten zwei Episoden vom ältesten Horus Heresy Podcast, nämlich dem Imperial Truth Podcast, haben die etwas wieder aufleben lassen, was sie schon vor zwei Jahren gemacht haben, nämlich über alle Horus Heresy Romane, also die ersten 55 oder sowas, so eine Empfehlung, was denn für den Storyverlauf auf alle Fälle man lesen sollte. Und dann haben sie noch so eine Art B-Liste, was einfach so gut geschrieben ist und so den Hintergrund bereichert, dass man es auch lesen sollte. Ach, und dann kommen die halt von den 55 auf 3. Nee. auf, sagen wir mal, 14 oder sowas. Ja. Haben sie auch angehängt auf Facebook. Also da kann man sich einfach die Datei ausdrucken. Dann muss man sich nicht, wobei es durchaus hörenswert ist, da muss man sich jetzt nicht 2 Stunden Podcast anhören. Sondern so sieht man das einfach, ist eigentlich ganz nett. Weil du das angesprochen hast, 2 Gedanken sind mir noch gekommen, und zwar das, was ich beim Gregor eigentlich wollte, oder vielleicht wollte, waren noch ein paar ganz banale Oger aus den Ogerkönigreichen von Anno dazumal, weil ich hatte eigentlich mal so eine Oger-Bataillonsbox, die ich gegebenenfalls letzten Sommer auf eBay vertickt habe, um an Geld ranzukommen für andere Figuren. Leider lässt sich bei eBay das nicht nachvollziehen, ob man das, wenn das ein Jahr her ist, verkauft hat oder nicht. Mhm. Und ich sehe nur in meinem Keller bei den obsoleten, gegebenenfalls zu veräußerten Boxen ist sie nicht mehr. Also entweder habe ich sie woanders hingeräumt oder ich habe sie wirklich vertickt. Denn ich finde, diese Oger sind, weil sie eben so bullig sind, durchaus ganz coole Brutes. Mhm. Ich habe sogar schon für Oger für Imperial Army und Cult habe ich schon 6 auf runde Basis gepackt, aber die haben halt noch das Schwarz-Rot-Design und eher so leicht ins Bronzefarbene von der damaligen Fantasy-Idee gemacht. Und ich spiele mit dem Gedanken, dass ich die bisschen passend zu meinen anderen Dämonen eben mit Hosenfarbe jetzt erstmal egal, aber so Aladdin-mäßig in so einem hellen Blau mit schwarzen Bärtchen oder sowas. Okay, das sind halt einfach 6 Djinns, die dann so ein bisschen auch, also ich würde da halt dann eher das mit Rogers arbeiten. Das ist ja gerade hier mit dem Prince von Bel-Air, wie heißt der, der Will Smith. Ah, okay. Ja, stimmt. Der bringt das, hat das schon aus? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es, ich werde es mir nicht angucken. Aber ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ganz nett für Dämonen. Und für noch so ein paar andere kleine Projekte bin ich noch so ein bisschen in den Startlöchern, aber noch nicht fix, denn bei unserem Event in der Barfüßerkirche im Herbst sind wir schon fast voll, also nur noch 2 Plätze frei. Und momentan ist es ziemlich genau ausgeglichen zwischen Loyalisten und Traitor. Mhm. Und wenn man halt dann als regulierendes Element dazukommt, mit dem, was noch passt, kann ich natürlich sagen, ich nehme wieder Black Shields und kann spielen, was ich möchte. Oder wenn ich weiß, es geht der Hang zu zum Beispiel eher Loyalisten. Also am Anfang haben sich, glaube ich, nur Traitor angemeldet und dann 3, also nicht ganz nacheinander, aber dann 3 Imperial Fist Spieler. Mhm. Und jetzt sind es, glaube ich, irgendwie einer mehr von den Loyalisten, und die Solar Auxilia sind ganz klar natürlich auf beiden Seiten spielbar. Und wenn ich da weiß, in welche Richtung es gehen soll, weil du ja, glaube ich, Mechanikum... Ja, ich habe das mal reingeschrieben. Ich mache das, damit was drinsteht. Genau. Ich habe eigentlich gar nicht vor, Mechanikum zu spielen, weil ich schaffe das wahrscheinlich manchmal gar nicht. Aber werden wir sehen. Aber da werde ich mal schauen, weil da werde ich auf alle Fälle nicht eine neue Armee aufbauen, sondern halt eine bestehende so nehmen, dass ich halt noch 1-2 Einheiten für so ein Motorless ergänze. Und die würde ich dann mit ein bisschen Aufwand und Mühe dann fertig machen. Ich wollte mich eigentlich mit den Imperial Fists eintragen, aber nachdem da jetzt schon 2 oder 3 waren, habe ich gedacht, das muss jetzt nicht sein. Ja. Und Ultramarines habe ich noch gar nichts bemalt, noch nicht mal was zusammengebaut, sonst wäre die natürlich noch die erste Wahl gewesen. Aber vielleicht bleibt mir dann wieder nichts anderes übrig, als das mit den 1000 Suns kommen. Oder das mit auch nicht den ja, ich spiele die zurzeit nicht so gern. Ich habe jetzt auch wieder was Längeres drüber gehört von den Radio Free Istvan, die haben mich hast du auch gehört. Ja. Und das, was der Macker da sagt und auch die anderen gesagt haben, das ist halt einfach völlig richtig. Die haben die jetzt so genervt, dass sie halt
also ich sehe das tatsächlich als Spieler schon auch so, dass du halt im Prinzip die schlechtesten Tage im Spiel hast. Also du hast mir neulich widersprochen, du wirst mir jetzt auch wieder widersprechen, aber ich sehe das schon auch ein bisschen so wie die. Die wären interessant, wenn man sie spielen würde mit den Psi-Regeln von den Australiern. Mhm, ja, dann wäre es wieder gut, aber so im Augenblick habe ich da gar keine so gesteigerte Lust. Die hatten mit dem Macker natürlich wenigstens einen Spezialisten, nachdem offensichtlich der gute Ryan Kimmel keine Lust hatte. Der hat jetzt schon mehrere Folgen gefehlt. Ich glaube, es ist jetzt immer bloß noch der Scott. Mhm. Und dann irgendwie, also von der eigentlichen Crew ist da nicht mehr so viel übrig. Ich nehme an, die machen vielleicht was anderes oder ich habe keine Ahnung, ist mir eigentlich auch übrig. Ja, vielleicht bereiten die für den Herbst für ihr Event etwas so viel vor und haben jetzt da keinen Nerv. So, also das war das. Und dann haben wir ja auch noch wichtig für unseren Weekender auch schon 6 Anmeldungen. Mhm. Ja, was mich jetzt ein bisschen gefreut hat. Ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr, damit wir dann auch vernünftig planen können. Ja. Ich habe jetzt auch mal hier den Herrn Brains angeschrieben, also der hat mich heute angeschrieben und mich gefragt, ob ich immer noch Probleme habe mit meinem Account, weil sich das mehrere Monate hingezogen hat, dass ich mir jeden Monat den Account neu einrichten musste. Mhm. Jetzt geht's aber durch die Bank immer gut und dann habe ich ihm das zurückgeschrieben und dann auch geschrieben, wir machen da dieses Event, ob er Lust hat, vielleicht ein bisschen Werbung für uns zu machen oder vielleicht auch irgendwie zu kommen oder sonst irgendwas. Und wir freuen uns über jede Form von Support, die uns da angedeihen lassen könnte, wenn er denn wollte. Weil ich fände es natürlich auch ganz cool, wenn man es vielleicht noch ein bisschen international auch hätte. Ja. Also ein paar Leute von woanders her auch noch kämen. Zum Beispiel natürlich auch aus der Schweiz. Thomas. Naja, gut. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber im Prinzip gut. Ich habe jetzt auch schon die ganzen Regeln nochmal auf Englisch direkt ins übersetzt und ins T3 reingestellt. Die stehen jetzt zuerst dort, da steht groß drüber, deutsche Version unten. Genau. Ja, dann sind wir jetzt so erst einmal durch. Dann geht's weiter mit mich an. Nein, okay, gut. Ich habe ja hier noch was vorbereitet zur Etymologie. Das wird aber eher kurz. Gut. Ja, Philipp, ich habe mir jetzt mal angeschaut die Namen von den 4 Titanenlegionen aus Doom of Molech. Mhm. Und haben mir angeschaut, was die Namen bedeuten, beziehungsweise wo sie herkommen. Wir haben erstmal 2 Loyalistenlegionen und dann 2 Verräterlegionen oder Separatisten, wie es jetzt auch immer heißt. Oh. Allerdings in den Podcasts. Klingt hier nach Star Wars. Aber ich würde es eher bei Verräter lassen, um bei der Terminologie zu bleiben. Das erste ist die Legio Crucius. Crucius. Das ist ein Wort, das von einem lateinischen Wort abgeleitet ist, aber das es so nicht gibt. Nämlich Krux? Krux, Krukis, ja, das Kreuz. Also das wären die Kreuzigen und das sind in ihrer Eigenschaft wie Kreuze, was natürlich ein Quatsch ist. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Also das hat keinen tieferen Hintergrund, da habe ich nichts weiter gefunden. Da hat sich einfach jemand gedacht, das ist ein netter Name. In Niedergotisch heißen sie Warmongers, das heißt halt schlichtweg Kriegstreiber. Ja. Okay, also das ist eher unspektakulär. Ein bisschen spannender ist die nächste Legion, nämlich Fortidus. Also das Wort so gibt es nicht. Aber das leitet sich ab von Fortis. Also Kraft. Ja, Macht. Kräftig, stark, tapfer, mutig, mächtig. Das mal im Englischen hat zum Beispiel Fortress oder sowas. Fortitude und so weiter und so fort. Und dazu passt auch der niedergotische Namen von denen, da heißen sie Dauntless. Und das heißt halt unbezähmbar oder furchtlos. Das geht ganz gut zusammen. Und da haben sie ja dann, sehen wir dann auch noch das, oder ne, sehen wir eigentlich nicht, aber da haben sie ja dann eben auch noch das passende Manipel dazu, wo du also quasi einen Warlord hast und 2 Reaver, glaube ich, in der Basis und die können dann quasi zusammenstehen und ihre Schilde merchen, wenn sie sich nicht bewegt haben. Was ja bei den Reavern eher ungewöhnlich ist. Genau, und sie können dann aber auch
wenn sie aus dem Rücken oder aus der Seite angegriffen werden, kriegt der Gegner keine Boni. Aber ich glaube, du bist schon bei Regeln, die wir ja. Nein, die besprechen wir eh nicht, weil das sind Manipelregeln. Okay, also gut. Das passt ganz gut dazu. Die sind halt dann so, die stellen da wie so eine Festung. Ja, dann haben wir Vulkanum. Das kommt halt von Vulkanus, Vulkan. Ja. Also da gibt es eigentlich auch nichts. Und das sollen dann... Vulkanus... Moment. Sind das schon Traitor? Also habe ich es verstanden. Ich kann mich natürlich schwer täuschen. Wahrscheinlich sind die ein paar hundert Jahre älter als der Primarch, der... vom Namen her. Achso, ne, die haben mit dem ja nichts zu tun. Naja. So, aber die, da geht es halt, also im Niedergotischen heißen die Darkfire oder Lords of Ruin. Ich nehme halt an, das bezieht sich halt einfach auf diese vulkanischen Attribute, also heiß, feurig oder. Ja, genau. Ja, also das hat sich auch nicht so ganz, aber da ist halt auf jeden Fall zumindest sinngemäß ein Bezug da. Bei den letzten ist es ein bisschen platt. Die Legio Interfector, also das passt ja grammatisch überhaupt nicht zusammen, aber Interfector ist ein Mörder. Mhm. Ja, auf Lateinisch. Ja. Und das ist, was bedeutet das vom Wort her? Also das ist ein Fackere machen, tun, mhm. Ja, und ein Inter ist ein Zwischenmacher, also das ist ein Dazwischenmacher, also jemand, der einem das Leben beendet, der so dazwischen geht. Auf Englisch dann oder Niedergotisch Murder Lords, also das passt auch ganz gut zusammen. Ja, also ich fand jetzt so von der Namenauswahl her, vom Etymologischen her eigentlich die Legio Fortitus Also die Murder Lords sind eigentlich nur etwas männlichere, etwas größere Nornen. Ja, genau, so. Kleine Nagelscheren. Ja, ja. Ich habe da bei denen das irgendwie noch nicht so gesehen, ob die jemand spielt, das habe ich noch nicht so mitbekommen, aber da können wir nachher noch drüber reden. Also das war jetzt quasi der etymologische Teil und jetzt machen wir dann mit unserem nächsten weiter. Ja, dann schauen wir uns jetzt als nächstes die Titanenlegionen aus Doom of Molech an. Also sozusagen die zweite Erweiterung des Adeptus Titanicus. Grundregelwerks von Adeptus Titanicus. Ja, zwischendrin haben wir uns gar nicht so intensiv beschäftigt, aber jetzt sind wir hier. Wir picken uns jetzt einfach die Rosinen aus. Die Warmongers, Philipp, was haben die als Legion Traits? Also, die haben die Möglichkeit, wenn sie in der ersten oder zweiten Spielrunde Repair Rolls machen. Und zwar entweder in der Damage Control Phase oder wenn eine Emergency Repair Order gegeben wird, dann können sie die Würfelresultate von 1 wiederholen. Wobei 2 normalerweise nicht so viel bringt, aber das ist halt so eine Art verbesserte Preferred Enemy Regel im komplett anderen Zusammenhang. Ja, genau. Nee, aber 1 wiederholen ist alles. Was wiederholen ist bei 6-seitigen Würfeln, ist einfach gut. Ja, die kommen von der Forge World Riser. Mhm. Die kennen wir schon lang von den Riser-Pattern, Lehman Rust Tanks und so weiter und so fort. Und da gibt es den Legion Trade Pride of Riser. Was macht denn der? Also, wir setzen wieder bei der Damage Control Phase ein. Oder wenn die besagten Emergency Repair Orders sind, können sie. Bei dem Würfelwurf von 6, wir erinnern uns, je nachdem, wir würfeln einfach, wir brauchen ja keine Zielzahl, sondern mit dem Ergebnis können wir dann feststellen, was ich denn alles in absteigender Reihenfolge unterbringe an Reparaturen. Und dann können sie eben ihr Plasma ejektieren, sprich also sozusagen den Marker nach links schieben und das eben bei dem 6er Resultat nicht um einen Dot, sondern sogar um 2 Dots. Ja, also dementsprechend also ich muss einen 6er Würfel ausgeben und kann dann das Plasma 2 runternehmen, statt um 1. Mhm. Was brauche ich sonst? Eine 4, um 1 runterzunehmen. Kann man machen. Ist sicherlich nicht schlecht. Ist sicherlich nicht schlecht.
ist etwas, was man im eigentlichen Gefecht fast nie machen wird. Es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Loadout man auf seinen Titanen hat, aber wahrscheinlich wird man es nicht so oft machen. Mhm. Das ist was gut für Titanen, die hinten stehen und Billigrosas haben oder so. Sonst, ja. So, dann haben sie spezielles Wargear, nämlich Terminus Override Mechanisms. Für 30 Punkte. Ja. Das Ganze kann ich einmal einsetzen. Mhm. Und zwar, wenn ich auf der Reactor Overload Tabelle würfel, dann kann ich, oder würfeln würde, kann ich dieses Wargear nutzen und sagen, ich mache einfach fix einen Override-Mechanismus und mache einen Shutdown, statt auf das Ergebnis zu warten. Ja. Für 30 Punkte. 30 Punkte und einmalig. Das ist jetzt auch nicht ein Ergebnis, das ich jetzt unbedingt haben möchte, weil ich meine, so ein Shutdown, dann stehe ich dumm in der Gegend rum und so weiter. Ja, finde ich es nicht so gut. Nee. Dann Bifolded Power Containment. Das ist ja etwas, das steht auch dabei, wofür die Forge World Riser irgendwie auch bekannt ist. Da geht es nämlich um Plasma. Mhm. Was kann man da machen? Also, wenn ich eine Waffe feuere, die eben diese Drain-Sonderregel hat, kann ich, und das ist eigentlich ganz cool, dieses Bifolded Power Containment nutzen, um bei einem Wurf von einer 4+ diesen Effekt, also dieses Draining, zu verhindern. Mhm. Wenn ich allerdings dabei eine 1 würfel, dann muss ich 2 Reactor Dice würfeln und dasjenige Ergebnis wählen, das sozusagen die stärkere Auswirkung im negativen Sinn hat. Ja. Kostet auch wieder 30 Punkte. Ja. Wird man vermutlich nie kaufen. Sagen wir so, aber zumindest hier sehe ich jetzt keine Regelung, dass ich es nur einmal anwenden kann. Also, aber wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen unbedingt meine Doppelbellicosa an meinem Warlord nutzen möchte, dann wäre das vielleicht jetzt eine Option, dass ich einfach sage, ich bin nicht sozusagen gezwungen, 2 Runden voll zu schießen und dann eine Runde in erster Linie Dampf abzulassen, um wieder operieren zu können, sondern vielleicht spare ich mir da das ein oder andere Draining. Aber man muss natürlich realistisch gesehen sagen, ich habe eine 50% Chance, dass es klappt, und mit einer Sechstel Chance geht es ordentlich schief. Ja. Also der Mehrwert ist natürlich jetzt nicht 50%. Und ich meine, diese 30 Punkte, die machen schon einen gewaltigen Unterschied, ne? Also absolut. Einkaufen, also für, ich weiß nicht. So, dann haben wir noch ganz schnell Personal Traits für den Princeps Senioris. Da war mein Kollege Lord. Das bedeutet, wenn man einen Command-Check macht und eine 9 oder 10 würfelt, dann kann man dem ganzen Manipel diesen Befehl geben oder Mechanicum Born. Da kann man einmal in jeder Damage Control Phase einen Würfel von dem, also einen der Repair Dice von dem Princep Senioris wiederholen, muss aber das zweite Ergebnis akzeptieren, auch wenn es schlechter ist. Und dann kann man noch Black Banner haben. Was macht das? Wenn die primäre Battlegroup, also die Battlegroup unseres Princeps, kein tertiäres Ziel hat, also zum Beispiel durch ein Stratagem oder die Mission, bekommt es automatisch die sogenannte Salvation of Crucius Tertiary Objective. Mhm. Dementsprechend kann die Battle Group 5 zusätzliche Victory Points verdienen, wenn der Princeps Senioris Titan weder zerstört noch in seiner Struktur geschädigt ist. Also wenn er dementsprechend zwar ein paar Schilde verloren hat, aber die betreffenden Blips soll ich es noch ganz intakt haben. Dann kann ich auch reparieren. Ja. Also, gut. Insgesamt wäre jetzt meine Einschätzung, Warmongers als Titel klingt ganz gut.
die einzelnen Regeln sind also ja, mau. Bestenfalls moderat. Ja. So, dann als nächstes die Legio Fortitus. Die haben als Legio Trade Children of Mars. Die bekommen also nie negative Modifikatoren auf ihre Command-Checks und sie ignorieren alle Effekte, die sie dazu zwingen, einen erfolgreichen Command-Check wiederholen zu müssen. Wenn man Knights dabei hat, die mit der Legio Fortitus zusammen operieren, dann kann man Command-Checks wiederholen, die bedeuten würden, dass die Knights shaken sind. Vorausgesetzt, sie haben die Knights eine Line of Sight zu einem der Titanen. Das ist nicht ganz schlecht, ja, kriegt man ja gratis. Dann haben wir Lost Sons. Finde ich nicht schlecht. Ja, Lost Sons ist ziemlich geil. Und zwar kann man da einen, also ich fasse jetzt einfach kurz zusammen, man kann einen Titan innerhalb eines Manipels austauschen gegen einen Titan einer anderen Klasse. Und zwar beliebig. Also ich kann jetzt einen Lupercal Light Manipel nehmen und einen Warlord hineinstellen. Das Entscheidende ist, also sowas ähnliches hat man bei Gryphonicus auch, aber hier ist das Entscheidende, der Ersatz-Titan, der in dieses Manipel hineingestellt wird, zählt so, als wäre der Titan, den er ersetzt. Ja. Das würde jetzt zum Beispiel bei dem Lupercal Light Manipel bedeuten, dass wenn man hier Ziel kombiniert und auf ein Ziel schießt, dass der Warlord auf alle seine Waffenstärke plus 2 bekommt. Ja. Also, das wäre sicherlich nicht ganz schlecht. Ja. Das ist sehr, sehr stark. Dann haben wir legionsspezifisches Stratagem for the Red Planet, kostet 2 Punkte. Das kann man sozusagen preisgeben oder aufdecken, wenn man einen Titan aktiviert. Und bis zum Ende der darauffolgenden Spielrunde ignoriert dieser Titan Schadenseffekte kritischer Schaden zum Kopf, Körper oder Beinen. Und das muss man sich dann in dem Moment aussuchen. Also Kopf, Körper oder Beine, nicht alles drei. Würde ich dann durchaus das nehmen, was vielleicht schon geschädigt ist und dementsprechend ganz genau zu Problemen führt. Ja. Und das Ganze eben bis zum Anfang der folgenden Spielrunde. Genau. Das hatten wir, glaube ich, vorher jetzt gerade was. Das kann stark sein, das hängt ganz davon ab, gegen was man spielt. Ja. So, dann haben wir noch mal ein Stratagem Red Skies. Kostet einen Punkt. Deckt man auf, wenn ein Titan von einem selber a Magazine Detonation oder Catastrophic Meltdown hat. Und den vergrößert man den Damage Effekt um 5. Und das ist ganz cool, wenn man so diesen obligatorischen Reaver mit seiner Fist davor schickt, zwischen den Feinden hochgeht. Man kann natürlich auch für einen Warlord ganz cool sein. Ja, aber der Warlord, der ist natürlich langsam. Also. Ja, klar. Aber so wird es auch nicht ganz schlecht. So, Personal Traits sind dir der Rede wert. Magst du? Ich versuche simultan zu übersetzen. Bei dem Broken by Treachery. Klar, dass das natürlich für einen Loyalisten sein muss, weil ansonsten wäre er da schon Erwartung eines Verrats. Bei dem Einser auf dem W3-Wurf habe ich die Möglichkeit, wenn ich einen Titan mit gleichem oder größerem Scale attackiere, als der Titan des Prinzeps, dann, also derjenigen, der schießt, darf ich alle Würfel für den ersten Angriffswurf des Spiels wiederholen. Muss allerdings aufpassen, wenn ich eben mehrere Würfel, zum Beispiel, was ich 6 oder sowas wiederhole, dann muss ich alle 9 wiederholen. Also ich mache keine Rerolls auf die Nichttreffer oder dergleichen. Sondern der gesamte Wurf muss wieder. Also, was bringen denn die Zweier, die Immortal of Mars? Also, wenn der Princeps Critical Damage auf den Kopf seines Titanen bekommt,
Und zwar, also eins niedriger als er eigentlich wäre. Also hier ist ein Beispiel: Moderati verwundet und Prinzeps verwundet, würde dann als Moderati verwundet zählen und MIU-Feedback kaputt, während Moderati kaputt sind und MIU-Feedback kaputt wäre nur MIU-Feedback kaputt und so weiter und so fort. Also das heißt, man zählt den Schaden einfach als eins weniger, als er eigentlich ist, auf dem Kopf. Dann haben wir noch Soldier of the Crusade. Das heißt einfach, und das finde ich jetzt nicht so ganz schlecht, man kriegt einen zusätzlichen Strategy Point für die Battle Group, den man vor dem Spiel ausgeben kann. Ihr habt bei dem Turnier in Nidau, habt ihr, glaube ich, euch den Personal Trait einfach ausgesucht. Genau. Für alle Spiele. Ja, ja, ja. Also, da hat man einmal die Armee. Ja, dann kannst du ein bisschen auch planen. Das ist ein guter. Ja. Die meisten sind so. Also ich finde diese Liste sehr, sehr stark, aber diese Legio, also das Stärkste an denen ist einfach dieser austauschbare Titan. Der absolut. Ist extrem. Ja, gut. Wenn du das kombinierst mit der richtigen Aufstellungsvariante und das Ganze da rumkopierst, das ist sicherlich schon sehr nett. Auch schön, also mir gefällt bei denen auch das Bemalschema extrem gut. Also falls ich noch eine zweite Legio irgendwann mal anfinge, dann wäre es die. Bemalt sie auch relativ zügig, glaube ich. Aber also finde ich optisch sehr, sehr ansprechend. Gut, dann haben wir Darkfire, Lords of Ruin, Legio Vulcanum. Da haben wir Legio Trade, Two-Faced God. Das habe ich nicht verstanden, weil das wäre eigentlich der Janus. Aber ja. Gut. So, was passiert? Also, wenn man eine Legio Vulcanum Battle Group ins Feld führt, darf jeder als Spieler zwei Titanen benennen als Princeps Seniores. Sie dürfen allerdings nicht Teil des gleichen Manipels sein. Und wenn einer dieser Princeps Seniores Titan zerstört ist, dann zählt der andere Princeps Seniores Titan als so, als hätte er eine nicht wieder beseitigbare, also nicht reparierbare Princeps. Das ist ein Kopfschaden. Ja. So. Weil die halt in Anführungszeichen Mindlink haben oder genau. Sowas, das jetzt ja, halt dann ja. Massiv zerstört wurde, dadurch, dass einer die Luft geflogen genau. ist. Also man kann halt zweimal Princeps Seniores nehmen, die zwar nicht im selben Manipel sein können. Ja, okay. Das? Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ja. Dann For the Fallen. So. Bei den Traitors. Ja, also für jeden Titan, der zerstört ist von deinen eigenen, wenn du die spielst, kriegst du einen einzelnen Reroll, den du jede Runde benutzen kannst. Und der kann benutzt werden, um einen beliebigen Würfelwurf zu wiederholen für dich. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt schon drei Titanen verloren hast, dann hast du halt pro Runde drei Rerolls. So ein bisschen so die Variante wie der, ich glaube, Legio Mortis ja. Gibt es das auch in irgendeiner Form von ja. Aufrüstern. Okay. Ich weiß nicht, ob es das reißt, da müsste man wen fragen, der das schon gespielt hat. Also die Symbiotic Command für das einen Stratum Point finde ich ja. Nicht schlecht. Ja, die machen. Das bedeutet, wenn ich mir dieses Tretatum gönne für einen Punkt, dann darf ich in einer Phase, in der es mir gelungen ist, eine Order an einen Titanen durchzubringen, was im Normalfall ja, wie wir wissen, wenn es mir nicht gelungen ist, dann habe ich sowieso ein Problem, weil dann ist mit einer Order-Phase erstmal nichts. Dann kann ich mich dazu entscheiden, dass ich den ganzen anderen oder einem weiteren oder mehreren weiteren Titanen aus meiner Battle Group den gleichen Befehl gebe, ohne einen erneuten Command-Check zu machen. Und das finde ich für einen Strategy Point eigentlich ganz gut. Ja, das ist, kann man zum Beispiel in der ersten Runde sicherlich gut gebrauchen, wenn man jetzt sich so aufgestellt hat, dass man viele schnelle Titanen hat, die nach vorne sollen. Dann mache ich das einmal und dann Maschinen halt alle los. Doch. Sicherlich nicht ganz verkehrt. So, dann haben wir noch Twinned Machine Spirits. Das ist ein bisschen komplizierter.
Und zwar kann man sich dann zwei Titanen heraussuchen. Es kostet pro Titan 20 Punkte. Und die haben dann Twin Machine Spirits. Und die gelten dann, als wären sie eine Schwadron, dann diese beiden Titanen. Wenn jetzt aber hier man beim Maschinengeist, also wenn man hier Power Drain würfelt oder sowas, das auf dem Reaktorwürfel hat, dann müssen beide dieser Titanen einen Command-Check machen, um zu sehen, ob der Machine Spirit aufwacht. Das kann man mehrmals machen. Also wenn ich jetzt vier Titanen habe, dann kann ich zwei solche Paare machen und so weiter und so fort. Muss man sich genau überlegen. Ich finde das nicht so ganz schlecht. Wenn ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel zwei Warlords in eine Schwadron, dann mergen die ihre Schilde, wenn die nebeneinander herlaufen und im Base-Kontakt sind. Und das ist natürlich schon nicht so ganz schlecht. Man könnte das auch mit zwei Reavern machen oder was weiß ich. Also schon nicht so ganz verkehrt. 20 Punkte ist natürlich aber dann auch schon wieder eine Ansage für zwei Titanen, 40 Punkte. Ja. Gut, dann haben wir noch Janos Pattern Missiles. Was können die? Also, natürlich wieder konzentriert auf Vulkanum Titan. Wenn die Apocalypse Missile Launchers oder Apocalypse Missile Launchers im Paar haben, kann ich die aufrüsten für jeweils 20 Punkte. Dann kann ich mein Feuer aufteilen. Wobei ich mit mindestens einer Rakete das gleiche Ziel anvisieren muss wie mit den ganzen anderen Waffen. Es sei denn, ich habe jetzt noch eine Split Fire Order, aber dann brauche ich es eigentlich nicht. Und der Rest der betreffenden Raketen kann ein anderes Ziel anvisieren. Das muss allerdings natürlich auch im Schusskorridor sein. Dementsprechend werde ich das eher nicht auf meinen Warlord packen, weil dann habe ich natürlich ganz klar meinen winzigen Korridor und dann auf zwei Ziele geht nicht. Und der Reaver mit 360 Grad für die Raketen, das ist dann schon ordentlich. Der hat natürlich aber natürlich nicht ganz so viele Raketenschüsse. Ja, aber 5. Und das ist dann ist die Frage, ob sich das dann noch lohnt, da das Feuer aufzusplitten für 20 Punkte. Also bestenfalls für einen Warlord, wenn man sagt, okay, man kommt mal in die Situation, wo man auf zwei oder drei Ziele schießen könnte, aber eigentlich rentiert sich's meiner Meinung nach. Also ich spare mir halt die Split Fire Order. Ja. Also, aber die Split Fire Order ist halt auch in Längen besser, weil da kann ich dann mit den Armwaffen das auch machen. Oder, Richtig, auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, ja, ich mache zum Beispiel jetzt eben konzentriertes Schießen, habe die Möglichkeit, irgendein Ziel schon mal so anzuvisieren und wenn ich dann ganz normal beim Beschuss dran bin, dann kann ich halt schauen, dass ich noch auf die Knights oder auf den irgendwo befindlichen Warhound oder sowas auch noch ein paar Raketen rausholze, weil ich weiß, dass der keine Schilde mehr hat. Prinzipiell. Möglichkeiten gibt es, aber. Aber ich glaube, die 20 Punkte, das ist in der Regel nicht rein. So, dann haben wir noch Specific Personal Traits für den Princeps Senioris und zwar einmal True Born. Da kommt eine 3 auf Command-Check-Würfel drauf, wenn man Befehle macht statt eine 2. Also das heißt, man besteht eigentlich immer automatisch. Und wenn man eine 1 würfelt, dann kann man keine weiteren machen, egal ob Rerolls oder andere Spezialregeln. Divided of Mind, das soll wohl diesen Janusköpfigen ein bisschen nachempfunden sein. In letzter Konsequenz hat das so ein Element von schizoider Persönlichkeit. Wenn mein Prinzeps einen Command-Check macht, um eine Order zu geben und ich vergeige das Ganze, dann wird einfach der Order-Würfel tatsächlich gewürfelt und auf den befehlgebenden Prinzeps angewendet, es sei denn, es handelt sich um eine erwürfelte Shutdown-Order, dann habe ich die Wahl, ob ich ihn gegebenenfalls sogar einem Shutdown unterziehen würde. Ich wüsste nicht, außer ich hätte irgendwie viel Geld gewettet oder sowas, dass ich einen Shutdown mit meinem Prinzeps machen würde. Ich wüsste nicht, wann ich jemals eine Shutdown-Order irgendwie freiwillig akzeptiere, aber okay.
Naja, vielleicht wenn du ganz allein irgendwo in deinem Spielfeldviertel im letzten Eck stehst und alle anderen so weit weg sind. Ja, dass vielleicht, wenn ich eine Kampagne spiele mit sonstigen Sonderregeln, ja, das ist auch ein bisschen bei Battlefield Gothic, bevor ich ganz vernichtet werde, dass ich einfach abdrehe mich verkrümel, weil ich dann weiß, dass mir nichts mehr passiert. Richtig, und ich mich dann. Naja. Ja, dann haben wir noch Wars Orphan. Und das heißt, der Princeps kann seines Titanenreaktoren pushen, auch wenn man auf dem letzten Loch pfeift, sozusagen, also schon im Boden ist. Und man profitiert davon dann ganz normal. Der Reaktorlevel kann ja nicht weitergehen, aber man bekommt jedes Mal einen Stärke 9 Treffer auf den Body, der an allen Schilden vorbeigeht. Naja, die Frage, wie oft man das erlebt. Insgesamt, bevor wir uns mit den Murderlords zum Schluss beschäftigen, deine Einschätzung, wir sind wieder in etwa auf dem Niveau der Warmongers vom Anfang. Ja, also so in etwa. Ja. Ja. Nix Trades. So, dann schauen wir mal, ob die Murderlords auf der Traitor-Seite das Ganze rausreißen. Ja. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen verrückt, also haben wir als Legionstrade Creeping Madness. Wenn man einen Titan in der Bewegungsphase aktiviert, dann kann man sagen, okay, man lässt den Irrsinn des Prinzeps walten. Mhm. Und dann würfelt man auf einer Tabelle, ein W3. Bei einer 1, Dark Embrace, da bekommt der Titan eine Charge Order. Er muss zum nächsten gegnerischen Titanen oder Knight auf dem kürzesten Weg, der geht, sich bewegen und hält dann an, wenn er in einen Kontakt mit einem anderen Modell kommt und macht dann eine Smash-Attack oder eine Attacke mit einer Waffe mit dem Melee-Trade. Und wichtig ist, er muss sich auf dem kürzesten Weg bewegen und er darf keine 4000 D-Mark einziehen. Ja, genau. Nicht über losgehen. So, dann haben wir als zweites Weapon Overload. Der Titan bekommt eine First Fire Order. Wenn er in der Movement, also in der Bewegungsphase, schießen würde, dann sucht man, würfelt mal aus, welche Waffe das sein wird, die schießt, und macht mit dieser eine Attacke gegen das nächste gegnerische Ziel. Und man rechnet die Stärke der Waffe um 2 höher, als sie eigentlich wäre. Und auch einen Attackewürfel mehr, als die Waffe eigentlich hätte. Wenn das dann erledigt ist, wird die Waffe disabled, also umgedreht, die Waffenkarte. Naja, dann als drittes hat man den statischen Schrei. Alle Titanen und Nightbanner, und zwar befreundete und feindliche innerhalb von 12 Zoll um den Titan, müssen ihre Orders entfernen. Es sei denn, es handelt sich um eine Shutdown-Order oder Emergency-Repair-Orders. Titanen, die ihre Order verloren haben, bevor sie aktiviert wurden, sind dann natürlich nicht mehr von den Restriktionen, die sie durch die Order hätten, betroffen. Ja. Also ich glaube, das bringt halt so ein bisschen Zufallsfaktoren ins Spiel, so wie früher im 40k, wenn man Orks gespielt hat. Oder so. Ja, oder wenn man Chaos gespielt hat und der Cyborg oder sowas, er hat durchgedreht, ist mal wieder durchgedreht. Ist ja optional. So, dann haben wir noch als Stratagem für 2 Punkte Portents of Doom. Und das kann man, das kann jeder Legio Interfector Player kaufen. Man deckt das in der Strategiephase auf. Jeder gegnerische Titan oder jedes gegnerische Nightbanner innerhalb von 12 Zoll um den Titan herum kann diese Runde keine Orders erhalten. Okay. Für 2 Punkte vielleicht ein bisschen teuer. Dann gibt es noch den gequälten Maschinengeist. Kostet einen Punkt. Ja. Kann natürlich auch wieder jeder Legio Interfector Spieler sich erwerben und kann dann eingesetzt werden, wenn ich mit meinem Titan bei der Awakened Machine Spirit Tabelle würfeln würde. Mhm. Und statt darauf zu würfeln, kann ich einfach mit jeder Waffe des Titanens einen Angriffswurf machen und diese Attacke muss durchgeführt werden gegen das nächste Modell, egal ob Gegner oder Verbündeter. Ja.
finde ich jetzt insofern nicht schlecht, weil ich muss zwar meinen Stratagem Point dafür hergeben, aber das Ganze ist ja optional. Also wenn ich den eigenen schaden würde, dann werde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Und ansonsten, klar, warum sollte ich mich auf den Würfelwurf wieder verlassen, der potenziell auch negatives Ergebnis hat, wenn ich dann ein positives Ergebnis garantiert bekomme. Ja, dann gibt es noch Static Rounds. Kann man für 15 Punkte für Vulkan Mega Bolter kaufen. Das ist dann eine modifizierte Version von Rapid, also von der Rapid-Regel, wenn man den Mega Bolter abfeuert. Wenn man auf ein Ziel schießt, das aktive Void-Schilde hat, dann sind Würfel von 5 oder 6, bedeuten dann 2 Treffer statt nur einen. Wenn man eine 6 gebracht hat, um zu treffen, 6 brauchen würde, um zu treffen, dann funktioniert es nicht. Wenn man auf Ziele schießt, die keine Void Shields aktiv haben, dann bleibt es einfach so, als wäre die Waffe Rapid Fire. Ja, sind auch wieder 15 Punkte. Dann haben wir noch 3x Personal Traits, einmal Dark Fanatic. Das erste Mal, wenn der Titan von dem Princeps Majoris einen katastrophalen Schaden erhält, würfelt man W10, bei einer 6, 7, 8 oder 9 wird es ignoriert und hat keinen Effekt. Bei jedem anderen Ergebnis gibt es dann automatisch einen Catastrophic Meltdown. Mhm. Okay. Dann kann man noch Raving Madman, wenn man ein W10 würfelt, also zum Beispiel um zu schauen, wer der erste Spieler ist oder wenn man einen Command-Check macht oder sonst irgendwas, dann kann man jeden Wurf von einer 9 als eine 6 gelten lassen oder einen Wurf von einer 6 als eine 9. Zahlenmystik. Ja. Oder Hollowed Out, also ausgehöhlt. Der Titan vom Princeps Majoris bekommt nicht 2 auf die Command-Checks. Also plus 2, er ignoriert alle Schadenseffekte, die kritisch sind und auf den Kopf gehen. Mhm. Ja, nein, da ist halt nichts mehr drin. Hohle Birne. Mhm. So, summa summarum. Also eine wirklich gute Legion. Ja. Und die Reste je nach Farbschema, Fluff, was man halt machen möchte. Ja. Also jetzt gerade das letzte, da werden mir dann, glaube ich, die Modelle fast zu schade. Also wenn das da dann hunderte von Euro ausgebe, um dann irgendwas zu spielen, wo ich eigentlich nicht weiß, was es tun wird, das wäre jetzt nichts für mich. Aber es gibt Leute, die haben sowas Spaß. Also wenn ich der Adeptus Titanicus Gott bin und ich habe schon die letzten 800 Spiele gewonnen und versuche mich jetzt mal richtig herauszufordern, nachdem ich regelmäßig mit der Hälfte der Punkte der Gegner gespielt habe und meine Hybris immer neue Höhen erreicht. Vielleicht spiele ich es dann und werde wieder etwas geerdet oder sowas. Aber ja. Also ich find das sehr, sehr heterogen. Also das eins dabei, das wirklich gut ist. Mhm. Ja, und die anderen sind eigentlich alle so, dass du denkst, das ist total überteuert. Also jetzt gerade das Wargear. Ja. Oder es ist halt so, dass es dir effektiv nicht viel bringt. Ja. Was ein bisschen schade ist. Also ich finde das nicht so wahnsinnig ausgeglichen und man hat das jetzt auch schon so ein bisschen verfolgen können. Na gut, das wird immer groß geschrieben, wenn was Neues rauskommt. Also diese Porphyrion Knights, die sind natürlich schon sehr gut. Mhm. Das wird jetzt ein bisschen als ein Power Creep beurteilt. Dazu noch die Regeln aus dem aktuellen Juli White Dwarf für das selber Zusammenstellen von Titanen-Legionen. Das sind jetzt natürlich dann schon ein paar Kombinationen dabei, die extrem heftig werden. Also zum Beispiel, du kannst ja jetzt hier das herausholen von der Fortitus für deine Legion, dass du einen Titan beliebig ersetzen kannst und der dann immer noch erst das zählt, was er ersetzt. Und dazu dann zum Beispiel für jeden Titanen einen zusätzlichen Würfel auf die Servitor Clades. Also das kostet dich nichts. Ne? Das sind dann natürlich Truppen, die schon sehr heftig werden. Das kann natürlich nur Leute nehmen, die sich nicht von vornherein schon für eine der bereits existierenden Legionen entschieden haben, weil die haben sie ja schon angemalt und die kann man dann nicht mehr mit den anderen Regeln spielen. So ist das zumindest gedacht.
Und das heißt, jetzt wollen dann natürlich alle so eine super tolle, neue, selbst zusammengezimmerte Legion nach den Regeln aus dem White Dwarf und kaufen sich wahrscheinlich viele schöne, neue Titanen-Modelle. Meinst du, dass das Games Workshop gegebenenfalls sogar beabsichtigt hat? Man muss tatsächlich überlegen, nicht Games Workshop Aktien vielleicht zu erwerben. Nee, man hätte sich überlegen müssen, dass man das einfach dass er das einfach vor 3 Jahren gemacht hätte. Aber ich hatte vor 3 Jahren kein Geld, ich habe jetzt kein Geld. Dementsprechend fließt das alles an mir vorbei. Das Ganze ist sich ganz entspannt. Okay, dann machen wir gleich weiter mit Mechanikum. So. Da fangen wir jetzt an mit dem Mechanikum-Unterstützung, Heavy Support, und zwar mit dem Danata Class Siege Automata Maniple für 250 Punkte ein Modell. Optional bis zu 3 Modelle können in einem Maniple sein. Von diesen Monstrous Creatures haben eine ordentliche Statline mit zwar nur Kampfgeschick von 3, Ballistic Skill von 4 mit 15 Punkten auf 5 upgradebar, Stärke und Toughness von 8, 4 Wunden, eine Initiative von 2, nur 2 Attacken, Leadership von 8 und 2er Save. Ja. Ich brauche natürlich dann irgendeinen mit einem Cortex ausgerüsteten Magos im Idealfall, der in der Nähe steht, es sei denn, ich gönne ihm für 35 Punkte das Upgrade zum Paragon of Metal. Dann darf es nur einer sein. Dann muss es auf alle Fälle einer sein. Er ist sehr gut. Warum? Als Wargear hat er neben synchronisierten Mauler Bolt Cannons, das sind halt die nicht besonders große Reichweite, auch nicht besonders viel Durchschlag. Oh, Durchschlag 3 hat die, oder? Sind das die gleichen wie die Castles? Ja, okay, dann ist ja ganz ordentlich. Dann hat er ein Atomantic Shielding, um ein bisschen tougher zu werden. Und das eigentlich Schönste, den Helix Plasma Mortar. Der hat, wenn sich das Modell bewegt, nur eine Reichweite zwischen 12 und 24 Zoll. Mit Stärke 8 Durchschlag 2, eine 5 Zoll Schablone, das Ganze als Ordnance 1 Barrage, aber es hat eine Plasma Wave. Plasma Wave bedeutet, dass erfolgreiche Cover Saves gegen diese Waffe wiederholt werden müssen. Ja. Wenn man sagt, Cover Save von 5 plus, so das gängige, dann ist die Save-Wahrscheinlichkeit sinkt dann von einem Drittel auf ein Neuntel. Das ist dann schon relativ hart. Wenn ich stehen bleibe mit dem Modell, dann habe ich immerhin zwischen 12 und 48 Zoll Reichweite. Das ist, also, das ist dann schon mal eine Ansage. Dadurch, dass es Barrage ist, kann ich neben der absolut vernichtenden Plasmawelle gegen Infanterie, kann ich eben auch Fahrzeuge unter Beschuss nehmen. Ich treffe die Seitenpanzerung. Weil Barrage. Durchschlag 2 bedeutet, ich kann das Ding auch per se in die Luft sprengen. Also, da geht schon was. Und wenn das jetzt sagen wir, eine Seitenpanzerung von 12 ist, dann kann ich da auch einen Volltreffer erzielen. Also, das ist schon ganz ordentlich. Lumbering Advance bedeutet bei den Sonderregeln, dass ich leider immer nur mich normal bewegen kann. Also, mit Rennen ist nichts. Kann man sich jetzt auch gar nicht vorstellen. Er hat zwar lange Beine, aber so rennen sieht man den nicht. Er macht natürlich ein bisschen mehr Schaden, wenn er in die Luft fliegt, was den Radius anbelangt, und hat natürlich einen Cybernetica Cortex. Soweit ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, aufgrund welcher Regelung kommt er irgendwie an Rage ran. Ich weiß nicht, ob das bei den Paragon of Metal dabei ist. Also er ist nicht ganz aufgeschmissen im Nahkampf, aber im Normalfall, wenn er halt von eine Einheit Kopfzeug oder sowas angegriffen wird, die dranbleiben können, ja, da kann er halt dann 2 Hansel pro Runde ausschalten. Das dauert dann lange. Ja, und wir sollten keine Melterbomben dabei haben. Das wäre natürlich auch ungünstig. Ja. Also, aber Melterbomben sind natürlich jetzt auch nicht so massiv im Spiel. Aber
so ein Assault Squad, das da anfliegt, hat eine gute Chance, ihn auch im Charge zu bekommen. Und naja, Assault Squad ist dann ganz gerne mal mit Melderbotten ausgerüstet. Also ein feines Ding. Auf alle Fälle sehr stark. Ich habe es schon live im Einsatz gesehen beim Alex. Allerdings war ich da mit ihm alliiert und der hat gescheit aufgeräumt mit dem Ding. Ich war auf der anderen Seite mit, ich glaube, Tobi oder was? Ja, mit dem Tobi. Es tut schon weh. Vor allem, wenn du dann es schaffst, irgendwie das Ding ein bisschen runterzuschießen und dann heilt es so ein blöder Magus dann wieder hoch. Mhm. Also dann tut es dann auch einfach weh. Wenn du ihn auf 2 Wunden runter hattest, dann hat er plötzlich wieder 3 und dann 4. Ja. Das ist ärgerlich. Also 2 auf 2000 Punkte sind schon, das ist zwar nur ein Viertel, aber das tut schon weh. Dann haben wir den Thanata Automata nochmal als Kalix-Variante. Gleiches Profil? Ist alles identisch, bloß die Waffe ist anders und er hat noch, was ich mal bei einem Bad Report gesehen habe, wo es auch zum Einsatz kam, noch eine recht krasse Nahkampfwaffe. Also zumindest gegen Fahrzeuge und sowas. Ja. Was hat der da? Der hat eine Solex Pattern Heavy Last Cannon mit einer Reichweite von 60 Zoll, Stärke 10, Durchschlag 2, Schwer 1. Nicht ganz verkehrt. Naja, aber unabhängig von der großen Reichweite, die Stärke, die natürlich gut ist, nur ein Schuss. Ein Schuss, der nicht synchronisiert ist. Ich meine, selbst wenn ich 15 Punkte ausgebe, dann sind wir hier bei immerhin lockerflockigen 310 Punkten. Werde ich trotzdem immer meinen Einsatz entweder beim Durchschlag oder beim Treffen würfeln. Aber der ist im Nahkampf jetzt nicht ganz zu verachten. Ja, also in der Tat, gegen Fahrzeuge ist er gut im Nahkampf. Und gegen Gebäude. Ja, aber wenn er jetzt das Laufen anfängt... Ja, das ist schon klar. Ist nicht so gut wie der andere. Also er hat eine Graviton Ram als Nahkampfwaffe, mit der er auch schießen kann. Die hat Stärke 10, Durchschlag 1, Melee, Armor Bane, Concussive, die Sonderregel Structural Collapse. Structural Collapse heißt, wenn er Gebäude angreift, dann macht er Destroyer-Attacken. Mhm. Also da ist er schon gut. Und er kann mit dem Ding auch schießen, und zwar mit Template, Durchschlag 4, Schwer 1, Concussive, wieder die Sonderregel Graviton Wave und Haywire. Was macht die Graviton Wave? Das kennen wir eigentlich, glaube ich, von Iron Hands. Statt einen Verwundungswurf durchzuführen, müssen nicht gepanzerte Modelle, von Monsters, Creatures über Infanterie oder dergleichen, einen Stärketest ablegen. Und wenn sie über ihre Stärke, wobei 6 immer als vergeigt zählt, würfeln, kassieren sie eine Wunde. Mhm. Und dann müssen sie nicht noch so einen Moraltest machen? Ja, und zwar Moraltest, der um 2 verschlechtert wird. Ja. Ist nicht so gut wie die das Graviton Collapse von Leviathan. Ja. Ist auch nicht ganz schlecht. Ja. Wird man jetzt deutlich seltener sehen. Ja. Dann haben wir noch den Kynis Class Thanata. Da gibt es kein Modell dazu. Der hat ist eigentlich alles identisch wieder. Der hat aber einen Kynis Pattern Plasma Ejector. Mhm. Der hat Reichweite 18 Zoll, Stärke 8, Durchschlag 2. Schwer 2, Dreier Blast, Plasma Wave und Gets Hot. Mhm. So. 18 Zoll Reichweite für eine kleine Schablone. Mit einem sehr langsamen. Zwei kleine Schablonen, aber trotzdem. Ja. Kostet 275 Punkte. Ja, der iForest Podcast hat gewitzelt. Naja, wir haben alles Mühe gemacht, wir haben es geschossen und dergleichen. Jetzt wird es ejektiert. Yeah. Ich würde sagen, teilt das Schicksal seines Vorangehenden. Man wird ihn selten sehen, zumal wir eine kleine Conversion machen muss. Ja, aber das hat uns doch noch nie gestört. Ja, dass wir irgendwie was zusammendrucken, bauen, wie auch immer. Also daran soll es nicht scheitern. Ich glaube, wenn jetzt es das Modell gäbe und den klassischen Siege Automata gäbe es als Modell nicht,
Ich glaube, es gibt genügend Leute, die ein großes Waffenkonstrukt dem auf den Rücken schrauben dann das schon hinbekommen. Also eigentlich zu teuer. Ja, zu teuer wird das, was er kann. So, das nächste ist nicht zu teuer. Das ist eher vielleicht sogar ein bisschen zu billig. Heißt es immer. Das ist der Macro Carried Explorator. 195 Punkte. Fahrzeug. Front 14, Seite 14, Heck 14, 4 Hitpoints, BS4, also im Prinzip ein Land Raider, aber das Modell ist so ein bisschen niedriger, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ist er ein bisschen wirkt kompakter. Ja. Hat als Wargear einen Augury Scanner, Searchlight, Smoke Launchers, einen Machine Spirit, schon dabei. Eine Hull-Mounted Mauler Pattern Bolt Cannon, zwei Sponson-Mounted Last Cannons, Extra Armor und Blessed Auto Simulacrum. Das ist schon mal ganz gut alles. Mhm. Er kann bis zu 10 Modelle transportieren und hat zwei Ausgänge, und zwar ein links, ein rechts, also keine Sturmrampe. Das wäre auch ein bisschen viel. So, jetzt kann man aber mit dem ganz coole Sachen machen. Also ich kann ihm einen Servo-Rig kaufen, erst einmal. Das hat Sonderregeln. Die anderen Sachen sind eigentlich relativ klar. Das Servo-Rig kostet 20 Punkte und das kann man als Waffe benutzen. Mit einer Reichweite von 3 Zoll, Stärke 8, Durchschlag 2, Schwer 1. Das ist... wenn man jetzt quasi Feinde um sich direkt herumstehen hat oder an die hinfährt. Das war es aber auch schon. Aber ich kann ihm natürlich, jetzt hier wird spannend, geben. Also ich kann die Hull-Mounted Mauler Pattern Bolt Cannon umtauschen gegen Volkite Culverin, kostet mich nichts. Multimelter, kostet mich nichts. Twinlinked Phased Plasma Fusel, 10 Punkte, ist günstig. Twinlinked Red Cleanser für 5 Punkte. Ja, kann man machen. Aber jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Für 10 Punkte. Kann man machen, würde ich jetzt eher nicht. Last Cannon für 5 Punkte. Conversion Beamer für 15 Punkte. Das wäre eigentlich cool, aber dann muss man ihn hinten stehen lassen. Und das ist auch kein Heavy Conversion Beamer. Und ein Graviton Imploder für 15 Punkte ist jetzt auch nicht so die beste Wahl. Aber hier, Twinlinked Phased Plasma Fusel, feine Sache. Ich kann die Sponson Mounted Last Cannons umtauschen und jetzt wird es natürlich cool. Gegen Twinlinked Mauler Pattern Bolt Cannon, kostet mich nichts. Oder gegen zwei Twinlinked Glass Cannons für 20 Punkte oder aber gegen zwei Irradiation Engines für 40 Punkte. Das ist natürlich schon geil mit einem Torrent und sind überhaupt gegen Infanterie ganz verheerend. Ja. Dann kann man noch zusätzlich den Hunter Killer, Missile Dozer Blade, Auxiliary Drive, Anbaric Claw, Armored Caramite, Flare Shield für 50 Punkte. Ja. Nein, 25 Punkte. Und das Exploratory Augury Web für 50 Punkte. So, jetzt haben wir es. Das Exploratory Augury Web lässt ihn nicht von der Flanke kommen, aber der kriegt so ein Infiltrate. Oder? Ja, vor allem kannst du Reservenmanipulation machen. Ja. Also du kannst. Aber Infiltrate bekommt er auch, ne? Da kann man, glaube ich, ein bisschen. Dann wir schauen auf Seite 113 nach. Ja. Also ich kann die Chancen, dass meine Reserven kommen, erhöhen. Mhm. Oder, ich kann das nicht alles machen, ich bin dann doch von der eierlegenden Wollmilchsau noch eine Haaresbreite entfernt. Also ich habe die Scout Special. Ah, Scout, nicht Infiltrate. Aber auch Scout lässt mich, soweit ich mich erinnern kann, von der Seite, wenn ich dann aus Reserve komme. Reinfahren. Und am Anfang jeder eigenen Runde kann ich deklarieren, welche Modifikationen ich denn haben möchte. Entweder -1 auf die Reserven des Gegners. Genau. Oder wiederholen von gescheiterten eigenen Reservewürfen. Ah, okay. Nicht nur der gescheiterten, sondern auch der erfolgreichen. Also ich kann da schön manipulieren. Also ich habe hier sicherlich ein sehr gutes Fahrzeug, das ich im Endeffekt durch ein bisschen mehr Punkte
investieren auf ein Land Raider Niveau heben kann. Mhm. Das mache ich einfach, indem ich zum Beispiel für 20 Punkte mir die Last Cannons gebe. Dann bin ich mit 215 Punkten schon noch deutlich unter einem Land Raider Proteus, das ist der ohne Sturmrampe, und gönne dem halt dann einfach noch ein Flare Shield. Also, ja. Wenn ich dann hinten stehen möchte. Also, mannigfaltige Möglichkeiten. Auf alle Fälle eine gute Wahl. Keine Frage. Du hast hier, glaube ich, noch ein Modell gegönnt, bevor der aus der Produktion genommen wurde. Genau. Ich habe ihn bloß noch nicht zusammengebaut. Ja, das kommt dann. So, dann haben wir Krios Battle Tank Squadron. Da kann ich kaufen den Krios Battle Tank oder den Krios Venator. Die haben jeweils 4 Ballistic Skill, Frontpanzerung 13, Seitenpanzerung 12, Heckpanzerung 10 und 3 Hitpoints. Unterscheiden sich eigentlich durch die Waffen. Also der Battle Tank hat einen Lightning Cannon, der hat 48 Zoll Reichweite, Stärke 7, Durchschlag 3, Schwer 1, Rending, Shred und Large Blast 5 Zoll. Oh, nicht schlecht. Das ist auf alle Fälle gut. Ja, kostet vor allem nur 125 Punkte. Dafür ist es extrem gut, finde ich. Ja. Und also wenn man es jetzt mal mit einem Predator vergleicht oder so. Predator ist natürlich günstiger mit nur 75 Punkten. Aber hat nicht so eine tolle Waffe. Und er hat vor allem kein Flare Shield und er hat kein Blast Auto Simulacra. Ja. Also hier habe ich genau Flare Shield, Blast Auto Simulacra und natürlich ein Searchlight, ganz wichtig, und ein Galvanic Traction Drive. Der Krios Venator hat ein Pulsar Fusel, richtig? Genau. Mit Reichweite nur 36 Zoll, aber Stärke 9, Durchschlag 2 und Ordnance 4 und Pinning. Mhm. Das ist aber natürlich auch ein ziemlich geiles Anti-Fahrzeuge-Fahrzeug. Absolut, ja. Ja. Ich kann in eine Schwadron insgesamt bis zu 3 Fahrzeuge hineingeben. Und das Interessante ist jetzt auch, any Krios Battle Tank may be upgraded. Also ich kann jetzt zum Beispiel 2 Battletanks und einen Venator zusammen aufstellen. Oder eine beliebige andere Kombination. Sonst gibt es halt die klassischen Sachen hier. Extra Armor, Hunter Killer, Missile Smoke Launchers, Embaric Claw kann ich wieder haben. Und bis zu 2 Volkite Sentinels für jeweils 15 Punkte. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich ein paar Punkte, nämlich die 25 Punkte, investiere, um für 150 Punkte ein Modell zu haben, das mobil ist, ich meine, das ist immerhin ein schnelles Fahrzeug, ja. 4 Schuss Stärke 9 rausrollst, mit Bitteskrieg von 4. Also, gibt es nichts dran auszusetzen. Nein, und vor allem, der ist also im direkten Firefight gegen zum Beispiel einen Land Raider, hat er das gleiche Offensivpotenzial, hält aber mehr aus. Ja. Also, zumindest von vorne. Okay. Zumindest von vorne, beziehungsweise da habe ich halt dann durch das Flare Shield habe ich die gleiche Panzerung. Ich habe zugegebenermaßen nur 3 Höhenpunkte oder Rumpfpunkte. Wenn es aber um irgendwelche Templates geht, ja, da habe ich dann schon wieder eine faktische Panzerung von 15, wenn die jetzt nicht von der Seite kommen. Also und schnell bin ich auch. Ist auf alle Fälle schön. Und da kann ich halt dann auch schauen, dass ich, ja, dass ich von der Seite kommend wie irgendwelche anderen Fahrzeuge kralle, die mit Flare-Sheet ausgerüstet sind. Also feine Sache. Auf alle Fälle. Und günstig. Genau. Die Modelle nicht so, aber... Ja. So, ja, aber trotzdem muss man schon sagen, bei Mechanicum, natürlich ist das so eine reine Resin-Armee, wenn ich jetzt nicht noch für irgendwelche kleinen Critters Plastikmodelle nehme. Aber dadurch, dass ich mit vergleichsweise wenigen starken Modellen eine 2000-Punkte-Armee habe, ist es monetär jetzt dann auch nicht so teuer. Richtig, ja. Also ich bin da teilweise mit, sagen wir, 15 Modellen oder sowas, bin ich halbwegs kompetitiv. Also du kannst mit 6 Ursarax zum Beispiel sowieso, das sind schon ein Haufen Punkten und auch Talax oder Castellax, das geht relativ zügig. Nee. Dann haben wir Myrmidon Destructors, die mag ich gerne, die Destruktoren. 4er Weapon Skill, 5er Ballistic Skill, Stärke 4, Toughness 5, 2 Wunden, 2 Initiative, 2 Attacken, Leadership 9 bzw. 10 beim Myrmidon Lord und 3er Rüstungswurf. Außerdem haben sie ja noch einen Rettungswurf, wenn ich mich nicht täusche. Die haben nämlich ein Refractor Field. So. Die haben als Grundausstattung eine schwere Waffe.
Ich muss mir Schamans dann gleich an. Dann habt ihr dann eine Power Fist, Frag and Crack Grenades in das Refractor Field, Infravisor. Die haben Preferred Enemy Everything, was natürlich ziemlich cool ist. Meinen die wirklich alles? Ja, die meinen wirklich alles. Ich glaube, das meinen sie dann mit dem Everything-Ausrufezeichen. Ja. Dann haben sie Stubborn, sind Bulky, Relentless und haben Lumbering Advance. Also sie können auch punkten. Ja. So, was für Waffen kann ich ihnen geben? Ich kann ihnen geben... Also erstmal... Moment, jetzt muss ich fragen, warum können die punkten? Ist das nicht... Du meinst den Battle Advance. Ich habe das verwechselt. Ja. Nee, der Battle Advance ist gut. Lumbering Advance bedeutet, wir dürfen nicht rennen. Verdammt. Okay, nein, also alles Kommando zurück, funktioniert nicht. Oder sind ja doch, dann sind sie ja doch total sind schlecht. Sie doch schlecht, ja. Genau. Nee, also ich habe erst einmal 3 und kann bis zu 7 weitere für jeweils 40 Punkte dazu bekommen. Und die Waffen, die sie kriegen. Wildkite Culverin, 25 Punkte. Photon Thruster Cannon, 35 Punkte. Irradiation Engine, 40 Punkte, völlig zu Recht, aber das ist ja auch wert. Conversion Beamer, 35 Punkte. Oder Graviton Imploder, auch 35 Punkte. Yays und Nays, also Wildkite Culverin ist nie schlecht. Ja. Photon Thruster Cannon ist super. Da braucht man aber nicht so viele. Grandios ist die Irradiation Engine, weil wir haben hier eben im Heavy Support genau die zwei Sachen, die das letztlich auch haben können. Nämlich den Macro-Carried Explorator, über den wir gerade schon gesprochen haben, und eben den Myrmidon Destructors. Myrmidon Destructors haben wir schon festgestellt in Son Mortalis, Hölle. Ja. Ja. Aber sie sind langsam. Das ist ein Manko. Also der Gegner sollte schlicht und ergreifend schauen, dass es sie meidet. Also was würde man nehmen? Conversion Beamer, ich würde ihn nicht nehmen. Ich meine, gut, vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man irgendwo 3 Sterne hat, aber mit dem kleinen Template ist jetzt und mit den Reichweite-Problemen nicht so ideal. Also zum Beispiel kann man die in einen Macro Carrot hineinpacken. Ja. Und kann dann den Irradiation Engines geben. Absolut. Ja. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Oder eben die Volkites, die sind auch gut. Ja, ja, wobei Volkites bringen halt aufgrund der Frequenz was. Ja. Ich habe natürlich viel im Mechanikum, was eine hohe Frequenz hat. Ja. Also das hängt ein bisschen vom Gegner ab. Natürlich. Na, ich glaube, es hängt sowohl vom Gegner ab, als auch was man selber eben in den anderen Auswahlen hat. Ja. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, eben die Lücken zu schließen, die es anderweitig gibt, weil ich halt hier eine relativ große Bandbreite habe, die ich jetzt zum Beispiel in den Troop Choices nicht habe. Da muss ich halt sagen, ja, bei meinen Jetpack Troops habe ich halt dann für jeden Dritten irgendeine Sonderwaffe und ansonsten habe ich halt moderate Reichweite und Rending. Also das ist auch wieder so ein Baukasten-Ding im Zusammenhang mit dem Rest der Armee. Ich habe jetzt erst neulich wieder gehört, dass die total unbeliebt sind und sehr selten genommen werden. Ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Also ich finde sie ziemlich gut. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sich die ganzen Mechanikum-Truppen anschaut, dass zum Beispiel Cybernetica überproportional häufig gespielt wird. Und da passen sie jetzt nicht so hundertprozentig dazu. Nee, da baut man sie auch nicht so. Also da hat man halt andere Möglichkeiten. Und bei Ordo Reductor, das mal separat nochmal mit allen Auswahlen thematisieren werden, da habe ich natürlich ob der einen Aufstellungsvariante sogar 4 Heavy Supports, aber da habe ich natürlich auch Zugriff auf die ganzen Fahrzeuge als solches, wo ich mich vielleicht verkünstle, da passen sie dann auch nicht so rein. Also im Endeffekt sind sie sicherlich bei der klassischen Pragmata-Liste sind die halt eigentlich gesetzt. Ich finde auch. Also mir gefallen die gut. Ich finde auch die Modelle extrem schön, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Und für so ein Mortalis, finde ich, passen die super. Ja, also finde ich auch. Also sind so richtige Sturm-Crack-Einheiten. Mhm. Ja. Also vor allem, die sind im Nahkampf jetzt auch nicht so schlecht, ja, mit ihren Powerfists und ihrer hohen Toughness. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da braucht schon was mit Stärke 10 kommen, dass man Autokill macht. Ich hing in denen drin mit einem Blood Angels Praetor. Ich hatte nur 3. Du hattest 3, aber da war natürlich auch noch der irgendwie 250 Punkte Anführer dabei in der Truppe. Und der arme Mann auf seinem, ich glaube, Jetbike, hat sich versucht, des Anführers im Challenge zu erwehren und seine
Entourage war nach einer Runde dann dahin gemetzgert und dann hat er sowohl das als auch diverse, also im Normalfall 6 oder später 4 Powerfist-Attacken noch über sich ergehen lassen müssen und irgendwann war es natürlich dann auch Essig. Also so viele 4-Plus-Rettungswürfe kann man eigentlich gar nicht legen, dass der eine große Überlebenschance hat. Aber natürlich sind auf der anderen Seite natürlich viele Punkte dann in der Einheit gebunden. Also, das ist schon eigentlich jetzt nicht so, dass das unausgegoren wäre, sondern die sind eigentlich sauber eingepreist, das ist eine starke Einheit. Ja. Ja, dann wären wir eigentlich durch mit dem klassischen Mechanikum. Auswahl. Wir werden uns mit Autoproduktor noch für die Unterstützung. Ja. Wir werden uns nochmal separat mit Autoproduktor beschäftigen. Ja, und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Das machen wir, aber dann müsst ihr uns nicht zuhören. Bis gleich. Ja, nach reichlicher Überlegung sind wir zu folgendem Schluss gekommen. Wir werden euch das nächste Mal erfreuen mit einem Legions-Special mal wieder. Und zwar mit den 1000 Suns. Genau. Also, und dazu passend hat sich der Philipp überlegt. Machen wir eine angeregte Diskussion. Hat Magnus denn wirklich einen Fehler gemacht oder nicht? Und die Diskussionsteilnehmer sind in der linken Ecke. Magnus the Red und in der rechten Ecke Lehman the Ross. Wir müssen an der Stelle unbedingt festhalten, dass der Magnus sicherlich weniger Fehler gemacht hat, wenn er überhaupt welche gemacht hat, als der Imperator. Aber das darf man nicht laut sagen. Also so gesehen. Okay. Jetzt kann man argumentieren, dass der Imperator natürlich über Zehntausende von Jahren alles möglich gemacht hat und selbst wenn er eine sehr gute Fehlerquote hat, hat er qua Definition schon mehr Fehler machen müssen als der Magnus, der das halt irgendwie in 70 Jahren alles mit Doppel haben. Nochmal so festgehalten haben. Genau. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Schreibt eure Kommentare gerne drunter. Oder wenn ihr noch viel bessere Ideen habt, was wir mal durchkauen sollten, auch das entweder in die Kommentare oder in unsere Facebook-Gruppe. Denkt an die Events, die wir ausgeschrieben haben auf T3. Speziell beim ersten sind jetzt kaum noch Plätze frei. Nur 2, wie du vorhin gesagt hast. Genau, also da muss man schnell sein. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Ja, und dann sind wir schon wieder gewesen. Dann in diesem Sinne und sauber.